Ein Autoreisezug ist unterwegs. Rund 170.000 Deutsche nutzen pro Jahr dieses Angebot der Bahn. Das sind nicht viele. Meint man doch, es sei eine exklusive, teure Angelegenheit. Doch das Huckepackfahren ist preiswerter, als viele glauben. Schon 1930 stellte die Reichsbahn in einem Werbefilm ihren ersten Autozug vor. Für die Beförderung von Kraftwagen wurden schnelllaufende Sonderfahrzeuge ausgebildet, die ein bequemes und schnelles Verladen ermöglichen. Heute bietet die DB Autozug Ziele in 10 Ländern an. Doch vor der Reise muss verladen werden. Dafür gibt es sogenannte Autoreisezug-Terminals. Allerdings ist dabei Geduld gefragt. In Berlin-Wannsee wird ein Autozug beladen, besser gesagt gefahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebt 1956 die Idee Autozug wieder auf. Mit doppelstöckigen Transportwagen zwischen Hamburg-Altona und Chiasso. Ein neuer Wagentyp ist zu sehen, der für die Mitnahme von Kraftfahrzeugen in Reisezügen entwickelt wurde. Er pendelt vorerst zwischen Hamburg und Chiasso. In seinen beiden Stockwerken können 8 große Autos untergebracht werden. Große Rolltüren, die Hubbühne mit Drehscheibe und seine geschulte Bedienung ermöglichen das Ein- und Ausladen auch bei kurzen Unterwegsaufenthalten. Das Auto als Reisegepäck dient dem straßenmüden Autofahrer, der von Holland nach München oder von Hamburg durch die Schweiz große Strecken lieber im Schlaf zurücklegt. Des klugen Autofahrers große Ferienreise beginnt und endet auch auf dem Bahnsteig der Eisenbahn. Verzeihung, wie komme ich nach Basel? Vom Bahnsteig 5, bitte. Danke. Auto und Lokomotive, gut Freund. Es gibt eine Menge Leute, die fahren per Bahn und nehmen ihr Auto als Handgepäck mit, gewissermaßen. Der Service Auto im Reisezug mit dem völlig neuen Fahrgefühl für Auto wie Chauffeur erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. Ein willkommener Anlass für die Bahn, das Angebot laufend zu erweitern. Autoreisen in einer Fahrzeugschlange ist so gesehen mal ein Vergnügen. Ab 1969 wird dann ein neuer doppelstöckiger Verladewagen eingeführt. Er kann über Stirnrampen befahren werden. 1973 gibt es über 160 Autozugverbindungen. 185.000 Autos werden transportiert. Die Bundesbahn macht Werbung für ihr Angebot. Stress auf der Straße oder Ruhe auf der Schienenautobahn? Die Wahl fällt nicht schwer, wenn die Bedingungen stimmen. Der Preis zum Beispiel. Wer richtig kalkuliert, wird eine Überraschung erleben. Ferienreisen mit den Autoreisezügen der Bundesbahn können billiger sein als Langstreckenfahrten über verstopfte, glatte oder neblige Autobahnen. Huckepack mit der Bundesbahn spart Autourlaubern Kosten, Zeit und Nerven. Der Liegewagen 54. Die Schlafwagen 56, 57, 58 nach München Ost. Im Nachtsprung von Hamburg nach München. Eine von vielen Möglichkeiten, auf komfortable Weise seinen Urlaub zu verlängern. Das Auto ist verladen, im Schlaf- oder Liegewagenabteil lässt man sich den Nachttrunk servieren. Der sogenannte Autotraumexpress verkehrt täglich. Für Familien und mehrköpfige Reisegruppen sind die neuen Pauschalpreisangebote besonders günstig. Der Grundpreis gilt für Fahrer und Auto. Die Mitfahrer sind mit rund 50% Rabatt dabei. Allerdings nur so viele, wie ein PKW Sitzplätze hat. Schon bei 3 Personen fährt das Auto praktisch kostenlos in den Winterurlaub mit. Das Frühstück am nächsten Morgen ist im Preis meist inbegriffen. Ausgeruht erreicht man sein Reiseziel. Wer den Autoreisezug auch für die Rückreise benutzt, gewinnt auf diese Weise 2 ganze Urlaubstage. Auto und Bahn, sonst Konkurrenten, bilden als rollende Autobahn ein attraktives Verbundsystem. Die Zahl der Autoreisezugverbindungen im Bundesgebiet und in die benachbarten Länder ist inzwischen auf 45 gestiegen.
Skiurlauber, die es ganz bequem haben wollen, können mit angezogener Handbremse bis nach Sonthofen rollen. Von der Schiene direkt auf die Piste. Auch so kann man als Autofahrer seinen Urlaub beginnen.1988 gibt es insgesamt 2929 Autozüge und 484 D-Züge mit Autobeförderung. Seit 1996 fahren die Huckepack-Züge unter der Bezeichnung DB Autozug. Doch leider wurde in den Jahren das Angebot langsam ausgedünnt. Jedes Jahr werden weitere Verbindungen gestrichen. In Hamburg-Altona steht ein Autozug zur Abfahrt bereit. Ein MRC E-Taurus macht sich mit ihm auf den Weg. Zurzeit ist eine rosige Zukunft für Autozüge nicht mehr erkennbar. Das Angebot wird immer dünner und die Akzeptanz der Kunden dadurch immer weniger. Doch werfen wir die Flinte nicht ins Korn. Vielleicht hat jemand demnächst den zündenden Gedanken und stellt das Thema Autozug auf neue Füße bzw. auf neue Räder. Denn noch schonender kann man mit der Umwelt nicht umgehen.